Ah, da kommt's wieder. Taut wieder alles auf, hoffentlich. 4 Grad. Ja, es muss natürlich jetzt alle Räume hier erstmal aufheizen. Und den hier schalten wir auf zu. Weil ich will tatsächlich gar nicht, dass hier die Temperatur sich so bewegt. Es ist gut, dass der aus ist. Den brauchen wir vielleicht wann anders mal, wenn wir den Raum mal woanders hinpacken. Mondschütze, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream. Vielen lieben Dank. Ja, aber da kommen wir jetzt ganz gut hin, denke ich, oder? Okay, jetzt schauen wir mal. Bäm, wunderschön. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Essenstischplatz und das ist so ein bisschen zum Durchgehen. Das kann man jetzt nicht meckern, ne? Also das schaut in Ordnung aus, glaube ich. Ja, den Generator nicht gehüllt. Ja, ich weiß ja auch nicht. Momentan haben wir die Windturbine hier draußen noch und die drei Solarpanel. Damit kommen wir eigentlich ganz gut hin. Aber ist natürlich alles noch nicht ready. Noch nicht ganz ready. Zone erweitern, natürlich. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall mehr Lagerfläche. Und wir haben hier jetzt was genau für einen Boden drin? Platte aus Granit liegt hier drinnen. Platte aus Schiefer, Platte aus Granit. Haben wir natürlich überhaupt noch nicht, aber können wir ja zumindest jetzt erstmal hier so machen. Was wir haben, nehmen wir noch. Zarok, du darfst gerne mal hier priorisieren. So, ihr könnt das mal raustragen, auch wenn ich weiß, das wird erstmal nichts, aber ja, macht mal. So. Kann schon mal verarbeitet werden. Das Zeug kann hier auch mal verarbeitet werden. Die Granitbrocken sind gut. Wie Xarok hier gewirkt hat. Und Xarok arbeitet sich hier durch Marmor. Schön. So, hier wird es auch wärmer. 21 Grad. Wir können jetzt aber mal ganz kurz, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Stromkabel sind eine gute Sache. Vor allem, wenn sie drin liegen. Weil dann können wir zumindest hier nämlich nicht nur in den Buden schon mal anfangen, die ersten Lichter zu setzen, sondern hier außen nämlich auch schon mal. Weil das wird nämlich ja auf Dauer auch Thema werden. So. Und hier, wo es halt schon geht, können wir auch mal ein Licht setzen. Dann bei jeder Tür so ein kleines Lichtlein. Mit Sicherheit kein Schaden. Zack. Ah, gehen wenigstens hier ein paar Lichter an. Dann ist es nicht so finster, wenn man hier hinterlatscht. Genau. Schöne Sache. Ah. Meine Lieben. Wer noch mitmachen möchte, gerne ein... Ihr könnt Tickets ziehen, um hier... unser nächster Rekrut zu werden. Der nächste Rekrut, der zum Start hier ansteht, ist Yutaka. Yutaka ist unser, wie soll man sagen, Yutaka steht jetzt momentan zur Wahl. Hat niedrige Erwartungen, eine üppige Mahlzeit gegessen, war auf einer Party, findet alles hier sehr gemütlich und hat einen eindrucksvollen Aufenthaltsraum. Geräumige Umgebung und so weiter ist alles kein Problem. Aber viel wichtiger ist, Yutaka ist pflanzenkundig und medizinkundig, meine Lieben. Und ich würde sagen... Ihr könnt, eben wie es Taze jetzt zum Beispiel auch gemacht hat, mit Ausrufezeichen Raffle und dann eben einer Zahl zwischen 1 und 50, jedes Ticket kostet euch 10 Zwergtaler. Wie ihr eure Zwergtaler checken müsst, könnt, wisst ihr Bescheid. Ausrufezeichen ZT, kriegt ihr eine Direktnachricht von Streamlabs zugeschickt. Und dann könnt ihr hier eben Tickets ziehen und je nachdem, wie viele ihr gezogen habt, Bot sagt euch immer, wenn es geklappt hat, wenn ihr ein Ticket gezogen habt und so weiter, dann habt ihr eben ein Los im Topf sozusagen, wenn ihr wollt, ne? Können wir machen. So. Und jeder, der halt im Lostopf ist, kann potenziell gezogen werden. Wenn du natürlich 50 Mal Tickets ziehst, hast du halt natürlich die 50-fache mögliche Chance. Also die Maximum-Chance. Genau. Ah, Maschinenbau ist abgeschlossen. Schusswaffen, Granaten, Schutzausrüstungen. Freunde, ich würde sagen, das wird ein netter Abend. Jetzt können wir richtig Gas geben.
Ich warte noch mal so 2 Minuten und dann können wir auf jeden Fall mal was machen. So, elektrische Schmiede ist eine Arbeit. Ist eine Arbeit irgendwie, oder? Schon eine coole Sache. Wie macht man das jetzt am blödsten mit den Bänken und so weiter? Ich finde das hier doof. Wir haben zu wenig Platz dafür. Was brauchen wir überhaupt jetzt gerade? Mechanikerwerkbank. Ein Arbeitstisch, mit dem man mechanische Komponenten wie Gewehre und Munition zusammenbaut. Oder kaputte Mechanoiden zerlegt werden. Also das finde ich auf jeden Fall wichtig. Das brauchen wir hundertprozentig. Ja, genau. Genau falsch rum wollte ich es bauen. Ist genau so. So, dann machen wir mal. So, dann müssen wir gucken. Drogenlabor brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Elektrische Schmiede wäre interessant zumindest. Aber die passt hier nicht so geil rein, weil die auch tatsächlich irgendwie sehr groß aussieht. Könnten sie höchstens da unten noch ranbauen. Und die Heizung vielleicht verlegen. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir sagen, wir montieren die hier drüben neu. Dann hätten wir da weniger Stress auch mit. Ich habe die... Warum habe ich denn die gebaut? So rum, ne? Ja. Der Stuhl oben. Warte mal kurz. Wir brechen die nochmal ab. Lass das mal umbauen, schnell. Weil ich könnte mir das auch so vorstellen, dass wir die so noch hinbauen. Zumindest für den Moment. Die hängt ja damit auch dran. Hier, es gefällt mir nicht, ne? Hier vielleicht. Das wäre noch in Ordnung. Hier könnte man sie noch hinbauen. Die müssen wir eh umbauen. Also das, den ganzen Raum, den müssen wir komplett neu machen. Aber jetzt im Augenblick geht das so. Ja, müssen natürlich auch nah dran sein an Lagermöglichkeiten. Also hier könnte ich mir schon sowas vorstellen, hier unterhalb. Das wären kurze Wege auch von hier oben nach da unten. Vielleicht auch hier noch, aber da ist mir zu nah an der Grenze. Das gefällt mir nicht. So, was haben wir hier überhaupt? Aufgabe hinzufügen. Wir können Mechanoiden zerlegen für immer, ja. Wir können einen Helm herstellen. Wiederhole, bis wir mal so 10 Helme haben. Warum nicht? Make-up oder was kostet ein Helm überhaupt? Es wird mit Stahl gebaut. Naja, gut, dann lassen wir mal so 5 herstellen vielleicht. Molotov-Cocktails. Ne, Helme finde ich gut. Upgrade-Kit. Disassemble body on an Android. Create a simple tool, a self of tools and set for an upgrade-Kit. Okay. Body on an Android. Disassemble a dead Android into a component. Okay, das ist disassemble. Na gut, okay. Kann er auch immer machen, warum nicht? Und lass mal 3 Helme oder sowas herstellen. Er braucht nicht ewig viele, aber ein paar wären ganz cool. EMP-Granatwerfer herstellen, ja, okay. Ja, nee. Okay, lass mal so. Das war jetzt nicht so. Was haben wir hier noch? Hier können wir auch Helme herstellen, aber die kosten was? Auch wieder Stahl. Ja gut, da können wir auch immer sagen, stellt hier mal bitte auch, bis du 3 oder 4 hast oder so. Ja. Kurzbogen. Ja, okay, das ist halt ein bisschen besser als dieser billige Arbeitsplatz hier. So. Wir haben schon wieder nichts hier. Schick mal Rackathon los. Was ist mit Rackathon eigentlich, mit Kochen hier? Was ist da sein Ding, ne? Feldarbeit kann er nicht. Waldarbeit kann er nicht. Jagen macht er nicht. Transport und... Dann machen wir das halt jetzt folgendermaßen. Dann weisen wir ihm halt einfach Transport anders zu. Dann muss er jetzt quasi Transport nur machen, wenn er sich total langweilt. Ich hoffe, dann wird das mit Rackathon jetzt endlich mal besser. Weil wir haben tatsächlich, wir leben nur noch aus Bier und Fleisch. Shuttle ist eingetroffen. Quest: Rettungseinsatz für Mushinto. Ein Gefangener der Fraktion Das Ozeanbündnis konnte ein Funkgerät stehlen und dich anfunken. Mushinto wird in deinem Lager nahe Zwagonie von bewaffneten Wächtern festgehalten. Und wenn du ihn rettest, wird er sich deiner Kolonie anschließen. Kopfgeldjäger. Das ist hier. Naja, so in der Nähe ist das jetzt auch nicht, ne? Gefällt mir nicht. Was ist hier? Die wollen wahrscheinlich Olga mitnehmen, ne? Ja, Olga. Olga, geh mal heim. Haben wir wieder einen Platz mehr. Und ab dafür. Abgeschlossen.
Und jetzt Lissa schließt sich an. Jawohl, jetzt haben wir Lissa am Start. Freue ich mich sehr drüber. Weil Lissa hat man ja, die Quest ist ja auch uralt schon. Die haben wir vor Jahrzehnten gefühlt angenommen. So, pass auf. Also, wir fangen an. Chris ist Bürokrat. Gut, was kann Chris noch? Der kann aufsehen. Das dürfen wir auch mal gerne machen. Er kann die Tierpflege so ein bisschen. Da ist er ein, ja, ist okay so. Das dürfen wir auch mal gerne ab und zu machen. Für den Fall, dass wir mal Tiere haben. So. Jetzt pass auf, jetzt machen wir ihn mal komplett anders. Weil das wird jetzt so ein Typ, der herstellungsmäßig unterwegs ist. Also Bergbau kann er auf... Machen wir mal Folgendes. Machen wir mal hier auf 3. Bergbau ist wichtig für Chris. Ja. Aber auf 4 kommt gleich Kunst hinterher. Auf 5 kommt Handwerk, Schmieden und Schneidern. Das soll er lernen. Kunst ist aber sein Steckenpferd, hoffe ich. Nuklear kommt auf 6, warum nicht? Transport auf 7, Reinigen auf 7. Und Forschen kommt auch nochmal auf 4. Das heißt, ob er jetzt Kunst macht oder forscht, das ist, überlegt er sich quasi entspannt vorher. Den Rest lassen wir immer frei. Das ist Chris. Okay. Gut. Meine Lieben, es ist soweit. Der nächste Kolonist wird gewählt. Das ist Yutaka, Freunde. Yutaka. Und warte mal. Lissa haben wir jetzt gar noch nicht gewählt. Den haben wir noch gar nicht fertig gemacht, Lissa. Müssen wir auch noch machen. Das muss ich auch noch mal hier ganz kurz auf 3 setzen. Das ist alles auf 3, bitte. Und Nuklear auf 4, Transport auf 4 und das auf 4. Und das Forschen kann auch nochmal auf 2, 3. Passt so. Okay. Cookie, Dankeschön, Mensch. Quatsch, nicht Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Cookie, du bist der Nächste im Team. Cookie. Bist du noch da, Cookie? Hoffe ich doch. 1, 9, 9, 1. So. Cookie ist der Pflanzensammler. Hypes, ja genau. Cookie TV. Hier ist Cookie. Oh, den kümmert sich hier noch. Wie gesagt, keine Sorge, wir werden jetzt nochmal gucken, dass wir Lissa und Chris auch noch vergeben. Ja. Das wäre schon ganz nett. Zarok, dein Ding, du weißt es. Herstellung, bitte. Coco. Ah, Lissa kümmert sich hier schon um einen unfertigen Helm. Das wird schon verarbeitet. Gut, dann ist das jetzt so, dass wir da tatsächlich auch noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Das heißt, wir werden hier auch nochmal anfangen. In unserem kleinen Bereich hier werden wir nochmal anfangen, hier ein paar Sachen auszugraben. Vielleicht auch ein paar Bauteile noch hier draußen, aber das war es dann auch schon. Also noch viel weiter möchte ich ja tatsächlich jetzt gar nicht mal so losgehen. Als hier im direkten Umfeld. Wie gesagt, die Tiere haben Hunger. Man kann das echt zu blöden Sachen führen. So. Okay, wir lassen unsere Leute mal lostigern. Sollen die das abarbeiten? Ja. Wie geil! First time ever! Schön! Ja, so muss das. So, wir bauen aber jetzt noch ein paar andere Sachen. Und zwar jetzt kommen hier Lüftungen rein, damit das hier endlich mal auch ein geschlossener Wohnraum wird. Und dann bauen wir auch mal richtige schöne Türen ein oder sowas. Ne? Türchen. Erstmal aus Holztüren. Das werden wir irgendwann anders machen. Hackathon kümmert sich mal nach wie vor um lecker Essen und raucht erstmal einen bei Raphael in der Bude und qualmt in die komplette Bude zu. Die Wege hier oben, ja, wir könnten hier so ein bisschen einen kleinen Verteidigungswall bauen. Das ist tatsächlich gar nicht mal so falsch, dass wir hier so ein bisschen schon mal anfangen, an Sicherheit zu denken. Ich gebe dir recht. Divers. Ach nee, warte mal, wir haben noch eine andere Baustelle vorher, wichtig. Wichtig, wichtig. Also eigentlich richtig wichtig. Strukturen. So, hier machen wir das. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir machen hier noch eine Wand aus Schiefer rein. Den Raum wollte ich nämlich hier eigentlich extra abbauen. Okay. Da kommt noch was anderes hin. Wir werden noch ein bisschen Entspannung auch bei Gelegenheit mal brauchen. Aber jetzt, du hast schon recht, Sicherheit geht auch vor.
Barrikade. Okay, Sandsäcke will ich jetzt hier erstmal nicht bauen. Okay. Und hier auf die Seite machen wir dasselbe im Prinzip. Aber das machen wir auf der Seite. Okay, Holz wird next. Wer ist Chris? Was ist mit Chris passiert? Wutanfall bei Chris? Auslösende Faktor war er wohl unterernährt. Ja, warum hast du denn... Warum hat er denn nichts gegessen? Lebensmittelvergiftung, was ist da passiert? Ist doch alles sauber bei uns. Und das Essen gibt's ohne Ende. Chris geht steil, Freunde. Boah, cool, der haut bei Xarok die Meditationsraum kaputt. Zerlegt er seine eigene Bude, damit kann ich leben. Zerlegt er die nächste Bude und geht wieder. Okay. Gebiet freigelegt. Warum? Das ist nicht so angenehm. Das wollte ich jetzt eigentlich hier gar nicht. Aber dann müssen wir das Dachgebiet erweitern. Okay. Machen wir die Bude hier zu. Zum Glück haben wir da ja noch eine Türe. Was wird hier hergestellt? Ein unfertiger Helm. Habt ihr einen Helm ausgerüstet? Tatsächlich, die haben Stahlhelme ausgerüstet. Hier, einer nach dem anderen. Raphael gleich hier, ne? Wird gleich sich ausgerüstet. Nichts mehr Cowboy-Hut und so. Volango, willkommen zurück. So, damit wir unseren Plan mal wieder erfüllen. Wir haben auch im Übrigen noch keine anständigen Waffen, kann das sein? Also richtig anständige Waffen haben wir eigentlich gar nicht. Ich dachte, wir hätten die mittlerweile jetzt durch die Forschung. Plattenrüstung. Metall oder das Holz. Okay. Das geht bestimmt auch hier, oder? Nee. Hier? Ja. Hier, Plattenrüstung. So. Was können wir noch herstellen? Axt können wir noch herstellen. Ja, machen wir mal so zwei Äxte immer auf Halde. Nur für den Fall, dass wir eine brauchen. Knüppel, Gladius. Ja, das ist okay. Gut. Was forschen wir jetzt eigentlich gerade? Aktuell ist die Harfe dran, danach der Löschschaum und danach der Recurve-Bogen. Dann lass uns Schusswaffen als nächstes hinten ranlegen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, Cookie ist dazugekommen, genau. Cookie kam noch rein. In unsere Gang der Liebe. So. Okay. Freunde. Hier draußen steht ein Schneemann. Okay. Wir nehmen das hin. Uff, tata. So, jetzt schauen wir mal gerade, wie wir das am blödsten jetzt lösen. Wir haben hier jetzt nochmal eine Eiche, 40% gewachsen. Ja, wir bräuchten tatsächlich einen Ticken Holz. Ein Schlückchen. So. Okay. Xarok holt Nachschub. Und dann geht's hier weiter. So. Das ist der Plan, Freunde. Das ist der Plan. Und hier werden wieder kleine Steinchen gemacht. Hier wird im Übrigen eine kleine Skulptur aus Schiefer hergestellt. Von Chris tatsächlich. Chris macht erstmal auch hier nochmal ein Bierchen auf. Pazzi! Ein neuer Zwerg ist in der Mine. Pazzi! Pazzi, haut nochmal 10 Subs an die Community raus. Vielen lieben Dank dir dafür. Dankeschön. Einmal an Firebone Dragon im 3., an Mad Max im 1., an Techno Worker im 2., Titan Me im 3., an
Enno Scheffel im ersten, an LTPF im ersten, an Morpheus im zweiten, an Bayermann im ersten, Deluxe Fragger im ersten und Dark Pyro auch im ersten. Vielen lieben Dank, Bazi! Vielen lieben Dank, ohne Scheiß. Dankeschön. Ein neuer Zwerg. 10 Subs, Mann. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Vielen Dank. Oh, guck mal. Ein neuer Zwerg ist es. In welchem Biom ist die Kolonie eigentlich? Das ist gemäßigt, glaube ich. Also normaler Wald, Waldboden. Also nicht Nadelwald, das ist nochmal anders. Es müsste gemäßigter Wald sein. Normalerweise kommt immer der Zwerg zu spät, das ist richtig. Das stimmt tatsächlich. Kann ich nicht abstreiten. Oh, Racker kümmert sich gerade hier um Essen. Und zwar in rauen Mengen. Und hier wird aber massiv geforscht. Leco Mio geht das schnell. Also Raphael macht ja die Forschung gerade ganz arg. 11 hat er schon. 11. Sehr erfahrener Profi. Wahnsinn. Du Verrückter, du. Vampirasu, grüß dich. Hi. Ich danke dir. Kugi freut sich auch. Oh. Versteck von Leontius. Du hast die Quest abgeschlossen. Wir haben geheime Funksprüche abgefangen, aus denen hervorgeht, dass nicht weit von... okay, das ist irgendwie kaputt, glaube ich. Da ist der Rettungseinsatz. Königlicher Aufstieg. Okay. Ja, gut. Wieder ein Sturm. Wir haben so viel Zeug. Unglaublich. Verrückte Hirschkuh. Ich hab's gewusst. Alle Mann, zu den Waffeln. Natürlich alle, die irgendwas beizutragen haben, bitte. Hirschkuh. Schießt auf die Hirschkuh. Chris, du machst das auch falsch. So, alle Mann gegen die Hirschkuh. Bitte gerne. Wir wissen schon, warum wir hier süchteln. Die Stromversorgung? Ja, die Stromversorgung ist ein bisschen knapp, knapp auf Brust. Vor allem seit wir jetzt viel machen. Es läuft ja auch alles mit Strom. Beziehungsweise, was heißt überarbeitet, ist relativ. Wir müssen einfach nur ein bisschen mehr Solarkapazitäten schaffen und ein paar Batterien dazu bauen. Auch das ist wichtig. Wobei wir ja hier tatsächlich dann noch schon umbauen müssen. So. Dieser Zonenbereich, den wir hier aufgebaut haben, der soll genau das eben ermöglichen, dass wir an der Stelle... Strom reinlegen können und hier wollte ich ja Notstromgeneratoren auch anbauen für den Fall, dass wirklich mal Energie weg ist. Aber die Batterien schaffen das eigentlich ganz gut. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich gar nicht. Naja, ein bisschen mehr Strom wäre schon gut. So. Saro kann weiter mal Steine bearbeiten, die brauchen wir immer. So. Harfe können wir bauen. Wie geht das mit der Harfe? Das ist doch Entspannung, oder? Nee. Diverses vielleicht? Wo kann ich die blöde Harfe bauen? Wo geht denn das? Produktion? Nein, da geht's nicht. Möbel. Möbel. Bestimmt Möbel. Harfe. Wo geht das? Oder muss die hier vorne an irgendeinem Ding gebaut werden? Hier. Harfe. Ja. Wiederhole, bis du, sagen wir mal, 2 Harfen hast. Ich will die mal bauen und wissen, was passiert. Ach, ein Grip, das geht schon. Das geht schon. Das Stromnetz ist
ziemlich solide. Und das hier geht ja auch relativ schnell. Was haben wir denn hier? Ja, das steigert sich doch hier, ne? Der Überschuss geht zurück. Und jetzt ist ein Minus. Und jetzt verbraucht er erst. Ja, jetzt verbraucht er ein bisschen immer wieder. Ah ja, ist okay. Ja, die ersten Plattenrüstungen werden fertig. Das merkst du halt auch, ne? Das ist, kommt da dann auch voran. Lass mal ganz kurz noch was schauen. Und zwar, ich würde ganz gerne... Wir haben noch enorm viel für die Brewery hier. Könnten wir auch mal machen. Hier ist alles Innenbereich und hier wird es dann warm, okay. Strukturen. Ja, okay. Essen haben wir tatsächlich 104 jetzt gerade auf Halde. Das ist echt gut. Wie wird denn da eigentlich hergestellt? Ja, das ist okay. Ich meine, da wird Rakatong jetzt erstmal noch versuchen, den Status Quo zu halten, aber das macht er halt am Tag dann relativ fix. Na, und dann wird das schon auch tatsächlich schnell gehen. Nö, das schaut auch gut aus. So. Wenn man hier weiterschaut, das ist okay, das ist auch okay. Okay. Gut. Ja, gut, das läuft alles von alleine. Barrikade haben wir hier schön gebaut. Zumindest eine Barrikade haben wir gebaut. Das ist ja schon mal auch was. Das ist auch schon mal was. Man muss auch mit den kleinen Barrikaden im Leben zufrieden sein. Ach, guck mal hier, die ersten zwei, Martin und Raphael, haben tatsächlich schon eine richtig heftige Rüstung angezogen. Eine Plattenrüstung aus Holz tragen die. Das ist aber jetzt eigentlich nicht so Sinn und Zweck der Sache gewesen, dass wir aus Plattenrüstung aus Holz herstellen. Wer kommt denn auf die Idee? Schmeiß weg die Sülze. Eine Plattenrüstung aus Holz. Ich meine, das hilft schon, wenn da einer mit dem Knüppel draufhaut. Es tut nicht ganz so weh, aber da schießt er halt auch den durch, ne? Du kannst vielleicht hoffen, dass der Pfeil stecken bleibt. Das ist dickes Holz, ja, ja. Beste Kiefer. Meisterlich hergestellt, ja, wow. Okay, das ist natürlich schon nicht schlecht, ne? 750 Mark wert. Steganos, hi, grüß dich. Hi, Steganos. Besser als Baum durch. Ach, so meinst du. Ja, ist gar nicht mal so abwegig. Tatsächlich, ja. Okay, hier draußen schaut es schon gar nicht schlecht aus. Wir haben auch richtig gutes Essen mittlerweile. Hier, Bufffood, üppige Mahlzeit. Meisterwerk der Kochkunst. Dieses Essen nährt Körper, Geist und Seele. Da bin ich mal gespannt, wenn das jetzt einer sich schnappt. Der Nächste, der Hunger hat, wird sich schnappen. Hier, zack. Rakatong, selber, alte Fuchs. So. Bam. Hat üppige Mahlzeit gegessen, gibt 12 Moralboost. Alter Schwede. Uiuiui. Hier. Brennende Arbeitslust. Das finde ich schön. Rakatong geht. Warte mal. Haben wir noch nicht noch irgendeinen gehabt? Hier. Linker kleiner Finger. Linker Arm. Da war das Ding hier mit den Mechaniten. Alkohol. Keine Beeinträchtigung. Hier, rechter Arm ist abgeschlagen. Können wir nicht einen rechten Arm prothesemäßig herstellen? Geht das nicht?
Chat, was meint ihr? Haben wir da nicht irgendeine Möglichkeit, einen rechten Arm zu ersetzen? Uhrenbinde, Zahnprothese, Hakenhand, Augenklappe, stählerner Arm. Hier, go, go. Up in speed. Wir bauen so einen stählernen Arm auch mal auf. Das finde ich gerade wichtig. Und dann kriegt dann auf jeden Fall hier Cookie. Nee, nicht Cookie. Wer war das? Chris war das. Er kriegt auf jeden Fall so einen Arm. Grausam. Ich glaube nicht. Aber ich weiß es auch nicht. Keiner kann das wissen. Aber möglich ist doch immer alles. So, schicken wir mal Cookie. Ach, Cookie macht hier schon. Hier, guck mal. Wo haben wir denn Kamelhaut her? Habe ich das schon wieder gefunden? Cookie kümmert sich gerade um die Schneiderwaren. Stellt hier Flickenleder her. 24er Rimworld Stream. Ja, solche Spielereien könnte ich mir tatsächlich vorstellen bei der Partnerschaft, ne? Twitch-Partnerschaft und so. Da könnte ich mir sowas vorstellen. Aber wir hatten, glaube ich, so. Hatten wir nicht mal irgendwann ausgemacht beim. War da nicht schon mal irgendein Deal am Laufen? Das ist schon ewig her. Oh, Löschschaum haben wir. Das ist sehr gut. Okay, jetzt also die Forschung haben wir auch ordentlich gerade nachgezogen. Pass auf, wir machen jetzt hier mal ein bisschen immer wieder alte Sachen und neue Sachen, ja. Vor allem die kleinen 400er gehen halt immer ganz schnell durch. Ich möchte noch mal ein paar Sachen, automatische Türen und so Zeugs. Das würde ich ganz gerne alles noch in die Forschung reinhauen. Was halt so schnell mal durchgeforscht werden kann. Sterile Materialien. Können wir aber nicht, können wir das vorziehen? Nee, ne? Nee, können wir nicht vorziehen. Ist aber auch egal, das dauert nicht so lange. Wir haben die besten Forscher der Welt. Da geht das ratzefatze hier. Oh. Und hier, was ist da? Ach, guck mal, Hard Position. Ach, was? Colors? Content? Ah, oh. Das war gut. Ne? Das ist schon cool gemacht mit dem Ding hier. Finde ich schon cool, das neue hat. 24 Stunden sind, wenn du die Partnerschaft hast, war irgendwann mal gesagt worden. Okay. Sieht furchtbar dreckig aus. Ja, hier liegt überall Müll rum. Wer ist denn unser Reinigungsmaskottchen hier? Xarok eigentlich, ne? Xarok ist da eigentlich so das State of the Art, was Aufräumaktionen betrifft. Aber Xarok kümmert sich gerade hier um alles Mögliche. Ich glaube aber, durch das neue HUD sehen wir bei Xarok gar nicht. Achso, nee, den müssen wir auf Kampfmodus stellen, damit das funktioniert. Prägt Stahl irgendwo hin. Ach, der macht hier unten gerade die Bauarbeiten auch mit. So, mal einfache Mahlzeit. Da hat er gerade zusammen. Was macht er hier noch? Hat auch ein bisschen aufgeräumt. Hier wird er auch gerade. Ja, jetzt kehrt er mal durch. Frühmorgens. Wie viel haben wir? Den 2. April. Dann müsste es mit dem Schnee aber jetzt auch bald mal Ende haben, ne? Jetzt gibt es erstmal was zu essen bei Xarok. Dann geht es wieder raus. Dann wird wieder Schnee geräumt. Und jetzt? Gibt es wieder Bierwürze. Das wird wieder eingefüllt. Ach, das Schöne, das läuft jetzt von alleine auch mal mit der Bierwürze. Das finde ich auch angenehm. So. Okay. Ich bin lost. So, Freunde, ich habe noch eine Idee. Xarok schläft jetzt mal wieder. Aber durchwischen hat trotzdem noch keiner gemacht, oder? Nee. Ich habe noch eine Idee. Wir bauen jetzt tatsächlich noch was. Und zwar bauen wir einen Mini-Kühlschrank. Der Wall-Fridge-Dings da, den kannst du in die Wand einsetzen. Aber das will ich gar nicht. Wir bauen hier jetzt mal eins. Zwei, drei Kühlschränke auf. Und hier unten baue ich auch noch einen Kühlschrank auf. Ja. Das ist cool. Das ist sehr cool. Weil diese Kühlschränke haben nämlich eine super, 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 super Sache.
können wir nämlich tatsächlich auch einfach so mit Strom, können wir hier auch ganz easy kleine Bereiche einfach mal mit absafen. Und zum Beispiel sowas wie jetzt halt eben alle Formen von Fleisch in Eis reinpacken, ja, alle Formen von eben was anderem in einem anderen, in was anderes reinpacken und das auf kritisch setzen. Zieltemperatur minus 5 machen die, ja. Und hier zum Beispiel können wir sagen, da dürft Hopfen rein, ne? Also alles aus, alles löschen. Und dann sagen wir wollen hier Rohstoffe, Pflanzenmasse, Hopfen soll hier rein. Wichtig, und zwar kritisch. Das Ding muss immer mit Hopfen vollgeladen sein. Da haben die nämlich kurze Wege hier auch für. Dann wird das im besten Falle gleich da eingeladen. So. Okay. Hat Axt aus Plastal meisterlich hergestellt. Uff. Okay. Er enthält Darstellungen von Lissa, wie sie sich mit glänzenden Augen an ein Handwerksprojekt Plattenrüstung arbeitet. Sie hebt das Handwerksprojekt Plattenrüstung scheinbar ohne Aufwand an. Am Rand des Bildes sind mehrere Schimpansen. Der fausttiefische Stil der zentralen Szene widerspricht der einfachen Darstellung des Hintergrundes. Diese Abbildung bezieht sich auf ein Ereignis am 15. Dezember 5501, als Larissa Handwerksplatten fertigstellte. Okay, cool. Wo ist das Ding? Ach, guck mal, hier haben wir auch eine schöne Statue mal. Das ist cool. Das ist sehr, sehr wichtig. Da kommt die Statue hin. Nein, 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 stell mal Abbruch, Abbruch, Abbruch. So, ich stell mal woanders hin. Montieren wir hier genau mittig am Forschungstisch. Essen fertig, ich bin auch wieder da. Lenitz, willkommen zurück. So, Recurve-Bogen haben wir jetzt auch geforscht. Das ist sehr gut. Ah, Bologna. Oh, schön, Lenitz. Ich hoffe, es hat geschmeckt. So, was haben wir hier? Kunst. Diese Skulptur handelt von Yutaka Hickman, also von Cookie. Wie er verletzt wurde. Cookie sieht selten aus. Sieht selten aus. Der bezieht sich, okay. Unfähig gemacht wurde. Das war Cookie, glaube ich. Schmeckt noch. Das ist noch besser. So, hier werden auch Sachen schon fertig gemacht. Haben wir hier noch einfacher Nähtisch. Das können wir irgendwann mal verschenken oder verkaufen. Dann noch eine Melone. Das hier Hose aus Stoff. Schön. Das, ah, hier haben wir nur einen Chicken. Chicken. Machen wir hier unten hin. Okay. So. Okay. Es wird so langsam. Stück um Stück. Raphael kümmert sich hier noch. Liebevoll, möchte ich sagen. Liebevoll. Unfertige Axt aus Plastal. Das mit dem Plastal war jetzt nicht so gedacht eigentlich, Freunde. Und mit dem Uran eigentlich auch nicht. Die sollen nur Stahl machen hier. Das ist nicht so das Ding gewesen jetzt. Ich meine, Plastal ist mega nice und so, aber pff, meisterliche Axt, ey. Leco Mule, was kriegen wir für die meisterliche Axt? 1200! Uiuiuiuiui. Ja gut, die ist aus Plastal hergestellt. Das ist halt super, super, super selten, ne? Keine Axt aus Uran. Warum? Strahlende Leute, strahlende Leute. Okay. Wir gucken mal. Wir brauchen aber... Xarok muss noch mal an die Buletten. Was macht ein Xarok eigentlich? Da hinten schon wieder sauber, ne? Okay, pass auf, Xarok, du darfst jetzt mal ganz kurz wieder Steine machen. Oh, was haben wir hier schon wieder? Sagenhafte Konstruktion. Ratsvorsitzende Elisabeth Bell, der Fraktion Offener Kotiba-Bund, mit denen können wir ganz gut, glaube ich, ersucht dich, ein Denkmal zu errichten, um ihre Außenweltler zu gedenken, die im Kampf gefallen sind. 12x7 und benötigt folgende Ressourcen. Ein Gunling könnte man auch kriegen und ein Fähigkeitstrainer Fernkampf.
Ruf wäre halt auch geil, ne? Im Kotiba-Bund. Also, LMG wäre halt auch richtig nice, ne? Also, man könnte so ein bisschen Flächenschutz aufbauen, wäre schon cool. So. Was würdet ihr sagen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben 2 Tage noch Zeit, um uns das zu entscheiden. Meinungen bitte in den Chat. Sollen wir das annehmen? Und wenn ja, was sollen wir nehmen? Oder sollen wir es bleiben lassen? Auch das ist eine mögliche Antwort, Freunde. Auch das ist eine mögliche Antwort. Ist schwierig zu sagen. Also ein Denkmal zu bauen, das ist halt eine Aufgabe für uns. Vor allem unter dem Aspekt und gerade ganz besonders unter dem Aspekt, dass ich keinen Plan habe, wie wir das machen sollen. Und ein bisschen Bammel habe, dass das schief gehen kann. Was sind das eigentlich? Das ist Platte aus Schiefer. Das ist Platte aus Schiefer, Platte aus Schiefer. Und hier unten machen wir Holz noch rein, weil das noch ein Holzboden ist. Und hier machen wir auch dann Platten aus Schiefer rauf. Ich weiß, wir haben zu wenig Schiefer dafür, aber das machen wir jetzt auf jeden Fall. Und dann machen wir, was haben wir denn überhaupt noch? Schiefer haben wir noch, das war's dann auch, ne? Aber hier müssen wir irgendwas reinlegen. Ich würde sagen, pass auf, dann machen wir hier Fliese, feine Fliese aus Marmor. Die Ressourcen sind wahrscheinlich eher das Problem, weil wir selber ja auch immer wieder weitermachen hier. Das, glaube ich, ist eher das Problem. So. Dann haben wir hier Schiefer, feine Fliese aus Schiefer, fände ich hier auch ganz angebracht, wenn ich ehrlich bin. So. Dankeschön, Knolte, für deinen Follow. Herzlich willkommen. Wegen fehlender Ressourcen. Ja, ich glaube auch, wir sind da noch nicht so bereit für so viel Zärtlichkeit am Bau. Das können wir nicht machen. Aber wir arbeiten dran. Rakaton, der kümmert sich hier um das leibliche Wohl unserer Kolonie. Das finde ich großartig. Und er kann momentan nichts mehr weiter kochen. Er ist komplett vollgebaut. Das ist aber auch besser, dass die Kolonisten... Das wäre tatsächlich auch nochmal eine Überlegung wert, dass wir hier eine Wandfridge noch reinbauen. Das wäre tatsächlich geil. Single Wall. Das machen wir hier rein, das Ding. Oder hier. Hier ist auch cool. Bauen wir das hier rein. Dann legen wir hier Essen rein. Dann bauen wir aber auch wieder mehr davon, ne? Mindestens 2, aber eigentlich sogar noch mehr. So, hier machen wir auch kritisch. Stopp, warte mal kurz. Alles auswählen, alles abwählen. Mahlzeiten. Und zwar üppige Mahlzeit kommt hier rein. Und hier machen wir dann eben die leckere Mahlzeit rein. Und dann kommt hier drüben noch einer in die Wand rein und der hat ja einfache Mahlzeiten. Das finde ich ist vernünftig. Mit kritischer Auslastung. Leckere Mahlzeit, genau. Und dann einfache daneben hier drüben. Da haben wir das auch. Okay. Okay. Silvina, alles gut. Lunoa, grüß dich. Ich sehe die bloß leider nicht. So. Und dann machen wir hier kritisch. Alles auswählen, alles abwählen. Einfache Mahlzeit. Und die Tür können wir eigentlich offen halten. Sag mal, warum kommt dieser Bereich einfach nicht zur Ruhe?
Na, ich weiß nicht. 11? Nein, für ein... Nein, gerade. Ah, okay. Gegendenkmal. Okay, alles klar. Mods, ihr könnt das super gerne immer mal wieder so zwischendurch, wenn euch was einfällt, was wir machen oder so, wo der Chat vielleicht auch mal reinkommt, könnt ihr mal einfach fragen oder ob, wenn wir einen Kampf haben oder sowas, könnt ihr einfach mal so quasi irgendeine Frage in den Raum werfen, wenn ihr möchtet. Ich finde das ganz cool. Gibt es nicht jetzt mittlerweile auch, da muss ich noch was, nee, da muss ich noch was schauen. Nein, nein, nein. Kommt drauf an, was gefragt ist. So. Okay. Wir haben jetzt gerade eine Forschung und zwar Schusswaffen abge... Und jetzt kommt Psychoidbraun. Aber Schusswaffen, meine Lieben, ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Wir können nämlich jetzt ein paar Sachen herstellen, die extrem geil sind. Und zwar richtig geil. Anti-Mech-Rifle herstellen. Was ist das denn bitte? Mehr über Anti-Mech-Rifle. This huge rifle was designed... With one task in mind, taking down mechanized infantry. It does this fairly well with its high power. Ruben, danke schön für deinen Host. Okay, deal devastating damage to even the biggest of the opponents. Okay, also das ist auf jeden Fall irgendwas Bösartiges, was richtig Aua macht. Also pass auf, wir stellen mal her zwei Schrotflinten. Eine Schrotflinte. Und dann stellen wir mal her... Ein Repetiergewehr. Immer, dass wir eins haben. Ich glaube, ich überlege mir das nochmal. Gut, dann Löschschaumgranate herstellen. Okay. Das Anti-Mech-Rifle, aber das kostet bestimmt einen Haufen Schotter, oder? 12 Bauteile! No way. Nope. Okay. Okay, wir müssen die Leute hier mal wegbekommen. Also, pass auf. Cookie kriegt das Bett hier oben. Cookie zieht jetzt mal um. Dann das nächste Bett kriegt Raphael. Und hier unten kommt Lissa rein. So. Dann sind nämlich unsere Betten hier alle endlich mal frei. Das ist mir nämlich ein Fest, ja? So. Hier hinten kommt jetzt auch nochmal was auch. Und zwar werden wir hier anfangen, dann auszugraben. Und unsere Krankenstation wird hier eingebaut. Das machen wir mal so wie einzelne Buden. Kommen hier Krankenzimmer rein. Und hier geht dann das Ding weiter. Haben wir drei große Krankenbetten zur Verfügung, wo wir Leute unterbringen können. Inspirierender Handel mit Xarok. Okay, Xarok ist jetzt voll der Mörderman. Der kann das richtig gut jetzt. So. Und wir brauchen definitiv Holz. So. Können wir mal ein bisschen Holz abschlagen noch? Wem kann man das wohl abschlagen? Hm? Wir machen das jetzt noch, weil wir jetzt können wir noch entspannt Holz hacken. Weil es kommt jetzt dann relativ schnell wieder die Anbauphase, die vollständige. Der Schnee ist schon dünn und das haben sie auch schon angefangen, die ersten Sachen zu pflanzen. Deswegen machen wir das lieber jetzt gerade. Dann haben die das erledigt, bis der richtige die Anbausaison auch angeht. Und Feldarbeit sollte auch wirklich bei jedem, der kann, auf 1 stehen. Also Feldarbeit ist die wichtigste Tätigkeit, die wir haben. Denn das muss laufen. Wenn das nicht läuft, haben wir ein Problem. Genau, und Waldarbeit kriegen auch alle auch irgendwo ein bisschen auf 1, damit das halt auch läuft. So, und irgendwann haben wir das automatisiert, weil dann hier einzelne Bäume hier rauskommen. Aber es dauert noch so 2. Handel oder stirb! Ey, Larissa geht aber auch steil, ne? Kann aber auch super schnell Handwerk mittlerweile. 15, bewährter Meister. Alter Schwede. Wenn ich ihr jetzt sag... Warte mal kurz, ich habe eine Idee. Zone, Abfallzone.
Hier sagen wir Lager, kritisch, alles auswählen, alles abwählen. Und zwar sage ich jetzt hier Steinblöcke dürfen hier gelagert werden. Nee, das war das Falsche. Sorry! Nicht Steinblöcke. Unsinn. Das sind Rohstoffe. Brocken. Steinbrocken müssen hier gelagert werden. Da müsste doch jetzt irgendeiner da runtertragen von den anderen hier. Schauen wir mal. Ja, weil jedes bisschen, was hier hergestellt wird, ist natürlich ein gutes bisschen. Und hilft uns dann im Nachgang auch weiter. So. Freunde, ich mache jetzt ein ganz kurzes Päuschen. So, ich würde sagen, ein paar Minuten nur. Ne? Also gar nicht so lange. Ich bin in wenigen Sekunden wieder da. Wir machen hier Pause. Ich gehe kurz in die Talkrunde rüber. Oh, so. Wie gesagt, ein ganz kurzes Päuschen ist drin. Ja. Und wir sehen uns gleich wieder. Wie gesagt, 10 Minuten vielleicht. Ah, gib mir eine Minute. Eine Minute. Mach ein kurzes Päuschen, bin gleich da. Biopause, ja. Jeder kann sich noch was zu trinken holen. A little shaky. Our emotions got the best of us lately. I got issues, yeah, you got them too.